Hallo und herzlich willkommen bei Frauchengesuch, dem Tierheim Gießen. Heute möchte ich Ihnen Gino vorstellen. Gino ist ein etwa ein halb Jahr alter Mischlingsrüde, der Ende September in der Tierheimschleuse ausgesetzt wurde. Völlig verängstigt war der kleine Kerl und traumatisiert. Mittlerweile hat er sich im Tierheim schon sehr gut erholt. Gino ist ein sehr unsicherer Hund. Fremde Menschen machen ihm Angst. Er versucht, sie durch Knurren und Bellen von sich fernzuhalten. Mit Hunden hingegen ist er sehr verträglich. Er genießt es sehr, mit dem Ball zu spielen. Und auch ausgiebige Toberunden im Tierheim machen ihm sehr viel Spaß. Für Gino suchen wir dringend ein neues Zuhause, weil dieser junge Hund jetzt intensiv betreut werden sollte, damit er seine Ängste möglichst abbauen kann. Für ihn sind auf jeden Fall ruhige, souveräne Menschen geeignet, die ihm zeigen, dass die Umwelt nicht gefährlich ist. Ein solch unsicherer Hund muss unbedingt gut ausgebildet werden, denn gerade hier bewährt es sich, wenn der Hund durch ritualisierte Handlungen und Übungen Sicherheit bekommt. Wenn Sie sich für den kleinen hübschen Kerl interessieren, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie einfach Freitag bis Sonntag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr bei uns herein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.